Palmen, sie sind die perfekten Pflanzen, die in uns die ewige Sehnsucht nach dem Süden, Sonne und dem Meer lebendig halten. Ihr Anblick ruft Bilder von Südseeinseln und weißen Sandstränden in uns wach und verschafft uns kleine Urlaubsgefühle im Alltag. Coccus nocifera, so heißt sie, die Kokospalme. Ursprünglich war sie auf den kleinen Inseln im Indischen Ozean beheimatet. Heute sind diese Fiederpalmen an allen tropischen Küsten dieser Erde zu Hause, denn die großen Samen, also die Kokosnüsse, können sehr weite Strecken über das Meer getrieben werden und wieder an Land gespült und dort Wurzeln schlagen. Entfernt man das voluminöse sogenannte Endokarp, erhält man die Nüsse, wie sie bei uns im Handel angeboten werden. Diejenigen, die sich das Südsee-Feeling nach Hause holen möchten, sollten in den Gartensendern sich mal umschauen. Hier bekommt man Kokospalmen-Sämlinge mit zwei oder mehr V-förmigen Sämlingsblättern angeboten, die an einen Vogelschwanz erinnern. Und diese werden leicht mannshoch. Kokospalmen schätzen einen hellen, sonnigen Standort und warme Temperaturen das ganze Jahr über. Gedüngt werden muss sie nicht, denn die Pflanze ernährt sich aus der Nuss. Oft werden die Kokospalmen nicht sehr alt, weil sie nämlich ihr Leben in zu kleinen Töpfchen fristen müssen. Wer also eine stattliche Kokospalme heranziehen möchte, sollte sie spätestens nach 2 Jahren in einen großen Kübel umsetzen. Auf die Düngung kann nach dem Umsetzen auch wieder verzichtet werden. Braune Spitzen an den Palmen werden durch zu trockene Luft verursacht. Um braune Spitzen zu vermeiden, müssen die Pflanzen zusätzlich besprüht werden, damit die Luftfeuchtigkeit erhöht wird. Und nun das Urlaubsfeeling pur.